Oh, du glaubst mir wirklich nicht? Das, was ich gesagt habe, dass ich ein Déjà-vu hatte, wo ich die Brennscheibe gesehen habe, dass ich mich das hier an den Saturn erinnert. Der einzige Planet in dem System, der Ringe hat. Die Saturnringe, mehrere. Du bist schon so ein kleiner Spinner. Uwe, komm rein, ich beweise es dir. Komm, setz mit. Nimm die Scheibe mit, ich nehme auch eine mit, Manni. Dann komm den Saturn, nimm mit. Das komm ist mit rein, Saturn, du ich bist will ein es dir beweisen. Spinner, bist du, Manni. Komm, nimm den Guck dir das Saturn mal mit. hier an. Ach ja, Günderle. Wenn du überlegst, was gibt's denn mit den schönen Bären? Die Nee. 100er wird dieses Jahr weggenommen. Im 10. Oktober rum. Dann die 75er und 60er, dann gibt es nur noch Spar. Jungs, Aber sind ach Jungs. Eine Frage. Ein bisschen Fantasie durch den Kopf hier lachen. Das ist eine Stell dir mal vor, wie sieht Brennscheibe. das aus? Eine Brennscheibe von Und Opel. kannst du dir Aber Manni, Manni, Manni. Ich kann das überhaupt nicht geistig vorstellen. Wie was kommt denn eine dreckige Brennscheibe? Hallo? Ich habe ein Lager draußen. Leg doch die Brennscheibe Ich erklär's draußen hin. dir. Da brauchst du mir nicht erklären, diese Schmutzi Aber da. sieht aus wie der Saturn. Ja. Ich bring mal was. Moment, ich Aber brauche für was mich von sieht sie dir. immer noch aus wie eine Bremsscheibe, Peter. Ja, Es für mich hat auch. Optik wie ein Saturn. Ich hole euch was. Eine Minute, Und wartet. sogar neben Aber Uwe, Günther, hört mal zu. Geistige Vorstellung, guck mal. Unser Außerirdische schlacht sich selbst über mal nicht kaputt. Ja. Aber wenn ich immer eine Pfeife brauche. Aber lass ihn. Das sieht der Besenstiel, das ist Und hier haben wir eine Karte. Und das hier kann ich mal das hier hinstellen. Ja, selbstverständlich. Hier haben wir unser Sonnensystem. Alle diese Planeten bewegen sich um der Sonne. Da sieht man, wie groß die Sonne ist. Die Sonne wäre so ein Apparat. Ja, aber mein Hier Ding. Haben wir den Saturn. Siehst du den, Peter? Ja, ich sehe ihn überhaupt nicht. Du hörst aber anders. Ja. Hier haben wir den Saturn. Saturn, ja. Richtig. Mhm. Hier haben wir den Jupiter, der größte Planet von der Sonnensystem. Die bewegen sich alle um der Sonne. Dann haben wir hier die Erde mit seinem Mond. Dann haben wir den Merkur, die Venus, Aber den Mars. Wusstest du eins, Peter? Ja. Dass auf dem Mars Wasser gefunden worden ist. Das ja, ist ganz klar. Ja. Also ich das ist ganz normal, dass Wasser ja, gefunden ja. worden ist. Ich Richtig. Habe eine Wasserflasche stehen gelassen. Genau. Mama Mia! Also, Manni! Wenn es Wasser gegeben hat, es ist ja richtig kalt auf dem Mars. Ja. Eiskalt, haben die ja gesagt. Aber es könnte Leben drauf sein. Ja. Aber er rückt ja nicht raus, der Ork vom Ork. Ich wollte ihn schon fragen, gibt es da und von wo kommst du? Die haben doch noch niemals die Erde ganz erforscht. Nein. Doch niemals das Meer, weil das zu tief ist. Wie wollen sie alle genau sagen, da ist kein Leben. Nein, ich bin sicher, nicht. Da ist irgendwo Leben. Also müssen wir weitermachen. Oh, mein Finger ist heute rutschig. Aber guck dir das nochmal an. Siehst du hier den Saturn nochmal? Hier den Saturn? Und siehst du die Brennscheibe? Die Optik, wenn du so annimmst oder so? Manni, das ist immer noch eine rostige Bremse. Ja, aber geistige Vorstellung. Jungs, hast du Jungs. Komm, wir gehen lieber arbeiten. Der denkt, hat keine geistige Vorstellung. Denkt Apfelkuchen. Okay, komm, Uwe. Liebe zueinander. Es Uwe, ist eine Brennscheibe komm. Und ein Saturn. Wir tun ihn Hallalager, nicht hier drin in der Wohnung, Peter. So, wir ja. gehen weiter schaffen. Machen wir das Abseile. Jo. So, es geht ja gern. Boah, die zwei immer. Das sind wie Kinder. Mann, du mit deinen Saturn, mit der ganzen ganze Scheiße hier. Zwei Ringe. Und nicht so die Bremsscheibe hier bei der Ersatzteile, wo wir weiterschaffen. Das ist eine Bremsscheibe, aber hat die Form ja, sinnliche ja, wie ich ein weiß, Saturn. Du hast recht, ich hab meine Ruhe. Komm, wir gehen schaffen. Ja, ja. Na, dann legen wir mal los. Fällig werden wir unsere Kiste. Richtig? Du mit deinem Planeten und, Manni, alles. Ja, aber. Du guckst manchmal auf Klöpse, Manni. Ja, oder ich guck zu viel kleinen Spitzenfilme. Ja, ich guck sie auch ab und zu mal. Ich guck die gerne. Kennst du den ganzen Star Wars? Enterprise? Der Enterprise habe ich früher alle geguckt. Flash Gordon, Buck Rogers. Das Star Wars habe ich nicht viel geguckt, aber der Enterprise hat fast jedes Stück. Buck Rogers? Nein, auch nicht viel. Mit den kleinen Roboter. Ach ja, die. Und der fliegende ja, Doktor, ja. der fliegende Doktor. Ja, ja, die habe ich geguckt, ja. Ja, das war gut, die Serie. Ich glaube, genau. ich mache ein bisschen tiefer. Ja, und haust die Dinger vor die Nüsse vor. Und ich weiß nicht genau, was das war. Ich glaube, das war irgendwann in die 60er Jahre sind die Wissenschaftler auf eine Idee gekommen. Da haben sie eine goldene Platte geprägt, eine echt goldene. Und da haben sie Daten über die Menschheit. Die Figürchen von Frauchen, Mannchen drauf gemacht, Bilder und verschiedene Sachen. Haben sie eine Kapsel reingelegt und in den Weltall geschossen. Ja, da wusste und ich das. Und das hat irgendwann Außerirdische finden. Da hätten sie mir die goldene Platte hätten sie mir schenken können. Ich glaube am Weltall, aber ich glaube, dass es Lebensformen milliardenfache gibt. Das ja. Das gibt so viele und, Lebensformen. Und dass auch menschliche, so wie wir aussehen, Berge von gibt's. Wir sind nicht alleine.
Aber in den Filmen sehe ich immer, wie sie auseinander dann nehmen. Wir können doch keinen einladen und dann tun die irgendeinen einladen. Angeblich, da war um die 45, 46er Jahre, war in Amerika ein UFO notlanden müssen. Und das haben sie dann in Hangar 45 oder 47 da oder 43 irgendwo da reingebracht und haben dann die Außerirdischen auseinandergenommen. So kleine graue. Ja, Manfred, was wäre genau. Aber wurde vertuscht. Und da haben sie silberne Folie gehabt, die sich auseinandergemacht haben. Wir tun unsere Freunde oder Nachbarn einladen. Ja. Und dann sagen, wisst ihr was? Ja. Ihr müsst ja was zum Essen haben. Wir das tun euch erstmal einen von euch schlachten. Das ja, geht so ungefähr, nicht. Was ist Lichtgeschwindigkeit? Es kann ja was viel Schnelleres wie Lichtgeschwindigkeit geben. Es kann über die Enterprise, da brauchen die auch eine Zeit. Aber es kann ja was anderes wie Lichtgeschwindigkeit geben. Dass sie wie, ob sie denkst, dass sie hier, bist du schon wieder woanders. Das kann keiner noch nicht vorstellen. Das kann auch kein Wissenschaftler. Nur die klugen Wissenschaftler gehen in die These rein und forschen weiter. Das ist der, was das behauptet, dass nicht weitergeht. Der Wissenschaftler, der ist leider für mich kein Wissenschaftler.